Die Hex der Woche mit Martin Haunschmid. Das Jahr ist gerade mal 12 Wochen alt und ich glaube, das wird als eines der ereignisreichsten Jahre in die Geschichte eingehen. Herzlich willkommen zu den Hex der Woche. Fangen wir direkt an mit einem kleinen Corona-Update. Und zwar hat die Firma Cyanet sich ein wenig angeschaut, wie Cyberkriminelle die Krise nutzen, um ihren eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Zum Beispiel ist in Italien die Zahl der Phishing-Angriffe sehr stark gestiegen. Da wird versucht, über gefälschte Landingpages zum Beispiel Login-Daten abzugreifen. Ob das jetzt mit der Krise an sich zu tun hat oder ob da eher auf die Remote-Worker abgezielt wird, kann man nicht sagen, ist aus den Daten nicht ablesbar. Aber Vorsicht ist geboten. Das Homeoffice bietet natürlich eine weit größere Angriffsfläche als vielleicht das einzelne Office, wo man die Hand in der IT-Security sehr stark drüber halten kann. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, die Plattform Bleeping Computers hat mehrere Ransomware-Hacking-Gruppen angefragt, ob sie in diesen Zeiten dann aufhören würden, Krankenhäuser anzugreifen. 2 haben geantwortet und haben gesagt, ja, wir werden medizinische Institutionen für die Dauer der Krise weglassen. Sehr schön, danke euch an dieser Stelle. Und das ist auch wirklich nötig. PC Mag hat sich angeschaut, welche Infrastruktur denn im Healthcare-Sektor so eingesetzt wird, und das ist ein vernichtendes Ergebnis. Wir sehen da, 83% der Hardware, der Infrastruktur ist stark veraltet und kriegt keine Updates mehr. Aber was will man machen, wenn das medizinische Gerät eine 500.000 kostet und nur mehr mit Windows XP funktioniert? Das ganze Ding wegschmeißen, nur damit man ein Sicherheitsupdate hinbringt, steht wahrscheinlich auch nicht dafür. Dann nach China. Vom Messenger-Dienst Weibo sind 538 Millionen User-Daten geleakt, 127 Millionen davon mit Telefonnummern. Der Leak wird schon zum Kauf angeboten, es sind aber keine Passwörter enthalten, deswegen kostet der nur $250 für diese 538 Millionen Datensätze. Dann kommen wir schon zu den Honorable Mentions. Das Fintech Finastra ist von Ransomware betroffen, hat 2 Milliarden Dollar Jahresumsatz und zählt die 50 größten Banken zu ihren Kunden. Die Bude steht. Dann Slickraps. Wir haben sie in einer Folge Hacks of the Week schon gehabt, kriegt einen Class Action Lawsuit aufgebrummt, weil sie so dilettantisch mit Userdaten umgegangen sind. Zu guter Letzt noch zum Fun Fact. Eine Industrie, die besonders gut geht im Moment, ist die Geldwäscherei. Und zwar verwenden cyberkriminelle Banden Jobausschreibungen, um Leute bequem von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Das passiert seit neuestem unter dem Namen eines Coronavirus-NGOs, das eben versucht, Leute zu lukrieren, die da mithelfen sollen. Funktioniert natürlich besonders gut, da jetzt sehr viele Leute auf Kurzarbeit sind oder gefeuert worden sind und deswegen dringend Jobs und Geld brauchen. Dann meldet man sich also bei diesem NGO, kriegt eine Aufgabe. Man soll zur Apotheke gehen und schauen, was die Masken und das Desinfektionsmittel kostet. Das hat 2 Gründe. Zum einen versuchen die Cyberkriminellen herauszufinden, wer wirklich, wirklich Geld braucht. Und das zweite ist, es wird Vertrauen aufgebaut, dass das eine echte NGO ist. Und dann kommt irgendwann die E-Mail, hey, jemand möchte spenden, kann das aufgrund von Bankrichtlinien oder so leider nicht tun. Und deswegen wird das Geld auf das Konto der Person überwiesen. Die sollen das abheben, sich selbst eine Provision einbehalten und dann via Bitcoin an eine bestimmte Adresse überweisen. Und so wird das Geld eben gewaschen. Und in den einschlägigen Hackerforen freuen sich die Leute, dass das Business trotz Coronavirus weiterhin boomt und dass viele neue Money Mules und Geldwäscher nun dazukommen könnten. Das war's für heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euren Unternehmen gut. Bis nächste Woche.